Moin, ich bin Sali von 1000 Steine und willkommen zum Schlagzeugunterricht Teil Nummer 4. Ja, leider können wir immer noch keinen Unterricht geben. Das wird den ganzen April noch so gehen. Daher gibt es heute wieder ein Video. Heute geht es um das Thema Sechzehntelnoten. Letztes Mal hatten wir die Achtelnoten und davor die Viertelnoten und heute geht es halt um die Sechzehntelnoten. Was sind denn Sechzehntelnoten? Also, Sechzehntelnoten sind wieder mal das Doppelte von Achtelnoten. Das heißt, wir hatten ja vorher die Viertelnoten, das war einmal der Grundschlag, 1, 2, 3, 4. Dann hatten wir die Achtelnoten, das war 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt kommen die Sechzehntel. Und Sechzehntel werden so gezählt: 1e und e, 2e und e, 3e und e, 4e und e, 1e und e, 2e und e, 3e und e, 4e und e. Das heißt, das sind vier Schläge in einem Viertel. Ich spiele euch das einmal vor. So, ich sitze wieder am Pad. Und spiele euch einmal die Sechzehntel vor. Das sind unsere Viertel. 1, 2, 3 und 4. Und das sind unsere Achtel. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das sind jetzt unsere Sechzehntel. 1e und e, 2e und e, 3e und e, 4e und e, 1e und e, 2e und e, 3e und e, 4e und e. So, das war jetzt wahrscheinlich ziemlich schnell. Jedenfalls ist halt das Ziel, dass man in einem Viertel, also in der Zählzeit 1 bis 2, dass man da vier Noten spielt. Und unsere Übung ist heute folgendermaßen. Wir setzen uns ans Pad, wärmen uns erstmal ein bisschen auf, spielen erstmal ein bisschen Viertel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Spielen nochmal die Achtel, also die Übung von letzten Mal. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt kommt das Schwierige, jetzt kommen die Sechzehntel. Unsere Übung geht folgendermaßen. Wir spielen zuerst langsame Viertel, diesmal wirklich sehr langsame Viertel, um auch zu merken, wie die Sechzehntel funktionieren. Dann spielen wir die langsamen Achtel, im selben Tempo natürlich weiter, und dann kommen die Sechzehntel. Ich spiele es einmal vor. 1. 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 e und e 2 e und e 3 e und e 4 e und e 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 e und e 2 e und e 3 e und e 4 e und e 1. Immer weiter wiederholen, immer schneller werden. Wenn ihr ein Metronom benutzt, dann fangt ihr bei einer kleinen Zahl an, wie zum Beispiel 60, und arbeitet euch immer weiter hoch, 65, 70. Ihr könnt auch krumme Zahlen nehmen, 62, 66 und so weiter. Das war es auch schon wieder für heute und ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wenn nicht, dann fragt mich einfach in den Kommentaren nochmal. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.